mein 86. Oh, Comics mein 86. Hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, wo ich zwei Comics mit dabei habe, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Zum einen nämlich den locker leichtfüßigen Silver Surfer mit der Wiedergeburt-Miniserie, die jetzt vor kurzem erschienen ist und den extrem krassen 90er-Jahre-Vibe hat, vom ersten bis zum letzten Panel, und das hat mich unglaublich abgeholt, aber genauso leichtfüßig ist es dann auch tatsächlich im Endeffekt. Und darum drauf habe ich dann noch einen Comic, was in keinster Weise leichtfüßig gewesen ist, und zwar Miss Oktober, die Gesamtausgabe aus dem Hause Schreiber und Leser, die das ganze Ding unter ihren Erotik-Label Alles Gute veröffentlicht haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich fühlt sich das Comic gar nicht wie ein Erotik-Comic an. Es fühlt sich für mich viel mehr wie ein Crime-Thriller mit Noir-Elementen an. Und das wiederum in dem Fall wie ein Noir-Crime-Thriller, der sich gewaschen hat. Weil ich finde, das Ding war so verdammt gut gezeichnet und noch viel besser geschrieben, dass es mich wirklich von der ersten bis zur letzten Seite richtig krass abgeholt hat. Und das, obwohl es auch einige Szenen hatte, die wirklich hart in die Magengrube geschlagen haben. Und es ist halt so ein Crime-Thriller, wo man die ganze Zeit selber mit am Raten ist, wie es jetzt weitergehen könnte, wer der Mörder ist. Und der Mörder wiederum ist an der Stelle ein Serienmörder, der sich selber der Pin-Up-Mörder nennt. Er geht immer wieder hin, bringt junge Damen um, fügt ihnen die gleichen Verletzungen zu. Danach bringt er sie in Pose und fotografiert sie für einen total ekelhaften Kalender, den er halt da zusammen am Schustern ist. Und wie man schon vorne auf dem Cover drauf sieht, ist halt die Dame, die man auf dem Cover sieht, die, die Miss Oktober werden soll. Und die wiederum wurde kurz bevor der Band startet schon fast ermordet. Oder zumindest hat irgendjemand versucht, mit ihr böse Sachen zu machen, weil die wird eines Morgens wach nach einer Party, muss feststellen, dass sie im Abend zuvor anscheinend K.O. geschlagen wurde, weil sie eine Kopfverletzung hat. Obendrauf muss sie noch feststellen, dass irgendwie Spermareste auf dem Kleid sind, was sie anhat. Und sie versucht dann so ein bisschen zu konstruieren, was an jenem Abend passiert ist, geht zum Arzt, muss feststellen, dass sie nicht vergewaltigt wurde, dass es halt an der Stelle jemand versucht hat und sie dann K.O. geschlagen hat, und obendrauf bekommt sie dann noch Briefe nach Hause geschickt, wo jemand Geld verlangt und dafür verraten würde, wer hinter diesem gewissen Abend steckt, oder besser gesagt, wer an diesem Abend versucht hat, ihr was Böses zuzufügen. Auf der anderen Seite lernen wir einen Detective kennen, der den Pin-Up-Mörder jagen soll und bei den Tatorten schon Ärzte Indizien sammelt und danach wiederum ins Rotlichtmilieu gibt, wo er jede Menge Informantinnen hat, mit denen er auch jedes Mal schläft, wenn sie einem die Informationen geben oder wenn sie ihm die Informationen geben, weil er da mit einigen halt so eine leichte Liebelei hat. Schon ein bisschen mehr wie Freundschaft, aber auch nicht mehr wie das. Ihr wisst, was ich meine. Und das sind dann halt so die Erotik-Szenen, die im Comic vorkommen, die aber echt sehr selten vorkommen, weswegen sich das Ding für mich, wie gesagt, mehr wie ein Crime-Thriller anfühlt, wie ein Erotik-Comic. Und dazu halt noch ein anderer Detective, der die ganze Zeit neidisch auf ihn ist, hinter den Rücken auch mit seiner Frau schläft, die auch weiß, dass ihr Mann die ganze Zeit mit Prostituierten fremd geht. Und das sind halt ganz viele Charaktere, die hier recht schnell eingeführt werden, die alle alles andere als eindimensional geschrieben werden. Sie werden nämlich alle richtig hart komplex geschrieben und toll in Szene gesetzt. Und dadurch, dass das Ding halt ursprünglich in 3 Alben veröffentlicht wurde, dachte ich mir direkt, okay, ist es ein Crime-Thriller, und die profitieren bei mir persönlich immer davon, wenn ich mir Zeit beim Konsumieren lasse. Sei es jetzt eine Serie, wo ich in solchen Themen eigentlich nie binge-watche, wo ich mir immer ein bisschen Zeit lasse zwischen den einzelnen Folgen, damit sich die Story halt weiter entfalten kann. Und so habe ich es auch bei dem Comic hier gemacht, wo ich mir jetzt wirklich so 1,5 Wochen Zeit gelassen habe und das Ding von der ersten bis zur letzten Seite mir dann wirklich vollständig reingezogen habe. Und das ist so eine Sache, die liebe ich, wenn ich mir solche Storys reinziehe, wenn ich dann die ganze Zeit selber mitraten könnte, wer jetzt der Mörder ist und all sowas. Und da war eine weitere Sache, die mich wirklich abgeholt hat, dass die ganze Sache zu keiner Zeit vorhersehbar gewesen ist. Ich wusste, bis es halt aufgeklärt wurde, nicht, wer dieser Pin-Up-Mörder ist, und lag ein, zwei Mal wirklich komplett daneben und habe andere Sachen falsch vorhergesehen, wie sie dann tatsächlich passiert sind. Und das ist immer eine Sache, die ich sehr positiv finde, wenn die Autoren es schaffen, so ein bisschen mit dem Leser oder der Leserin zu spielen und einen in diese Richtung zu locken. Und im Endeffekt ist es dann doch da gewesen. Ihr wisst, was ich meine. Das Ding ist der absolute Knaller. Toll gezeichnet, komplexe Charaktere, krasse Geschichte, die wirklich harter Tobak ist und die man sich definitiv reinziehen sollte, wenn man Bock hat auf einen richtig krassen Crime-Thriller mit Erotik-Elementen.
Danach wiederum habe ich mich dann auf den Silver Surfer und die Rebirth oder im Deutschen dann Wiedergeburt Miniserie gestürzt, die in den 90er Jahren spielt, von Ron Mars geschrieben wurde, der ja auch so Ende der 90er, Anfang 2000er den Silver Surfer geschrieben hat und deswegen den Silver Surfer halt sehr gut kennt. Und das zeigt diese Serie auch. Es ist halt so ein kurzer Abschwung in die 90er Jahre rein, wo man halt dann Anfang der Geschichte den Sohn von Mar-Vell sieht, also den Mar-Vell, den man hier auf dem Cover drauf seht. Und von ihm, den Sohn, sieht man am Anfang der Geschichte, der wiederum gerät dann an den Silver Surfer und die beiden sind kurze Zeit zusammen unterwegs und dann fahren sie, oder besser gesagt fliegen sie auf einmal durch so eine goldene Barriere, die aus dem Nichts erscheint, und als sie da durchgeflogen sind, ist auf einmal der Sohn von Mar-Vell weg, aber dafür Mar-Vell wieder da, der zu dem Zeitpunkt eigentlich tot ist und auf einmal anfängt zu kämpfen an der Seite von Silver Surfer gegen jede Menge Kree und die müssen feststellen, krass, wir sind hier gerade irgendwie mit dem Krieg drin und irgendwie passt das alles nicht. Kurz darauf wiederum taucht dann Thanos auf, der den Silver Surfer sagt, dass ihnen der Infinity-Stein, der die Realität verändern kann, geklaut wurde, und ab dem Zeitpunkt machen die beiden dann halt so einen Roadtrip durchs Weltall und versuchen herauszufinden, wo sich dieser Infinity-Stein befindet. Und dabei passieren noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, dass aus verschiedenen Zeitebenen und Realitäten ganz viele Silver Surfer auftauchen, was eine super geile Szene ist. Und es fühlt sich halt echt an wie so eine locker, leichtfüßige Team-Up-Geschichte aus den 90er Jahren und hat mich richtig krass abgeholt. Gezeichnet wurde das ganze Ding von Lim, ein Zeichner, der mir gar nichts sagt, wenn ich ehrlich bin, der aber perfekt zu dieser Serie passt. Es waren zwar von den Hintergründen eigentlich gar nicht mal so detailreiche Zeichnungen, aber irgendwie hat das gepasst zu diesem ganzen Space-Ding, wo das Silver Surfer halt an der Stelle in den 90er Jahren unterwegs gewesen ist. Und es hat auch so ein bisschen einen Drive gehabt, wie diese 2000er Zeichentrickserie, die damals auf KRTL lief und später dann irgendwann auf Kabel 1. Und das Ding hat mich wirklich begeistert. Und obwohl das eigentlich so ein Standard-Marvel-Comic ist, hatte das für mich so diesen geilen Vibe drin gehabt der 90er Jahre, dass es für mich mit meiner rosa-roten 90er Jahre-Brille tatsächlich so ein 10 von 10 Kandidat ist und eins der besten Silver Surfer-Comics, die ich so in den letzten Jahren gelesen habe. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich in den letzten Jahren nicht viele Silver Surfer-Comics gelesen habe und dass es sich hierbei definitiv um eine Fanbewertung, weil ich bin halt großer 90er Jahre-Fan, bin. Handelt. Oh mein Gott, ich hoffe, der Satz haut jetzt so grammatikalisch auch nur noch annähernd hin. Aber ihr wisst, was ich meine. Fanboy-Brille bei diesem Band, weil da bei mir alles hingehauen hat, was ich halt an Comics und an Marvel liebe und vor allem auch am Silver Surfer. Ich sage euch aber auch ganz realistisch, wenn man jetzt nicht so wie ich ein Kind der 90er Jahre ist, also dort groß geworden ist, ist das wahrscheinlich eher so eine 7 von 10 oder eine 8 von 10, eine sehr actionlastige 8 von 10. Und wenn man so wie ich halt ein Kind der 90er ist, ist es echt so eine 10 von 10 und hatte für mich alles, was ich halt beim Comic suche. Zumindest bei so einem Marvel-Comic, wenn man mal Bock auf so eine leichtfüßige Serie hat. Und damit sind wir dann tatsächlich durch fürs heutige Video. Unbedingt mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr einen der beiden Titel gelesen habt und wenn ja, wie er euch gefallen hat. Ansonsten würde ich mich auch noch echt drüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben und ein Abo da lasst, damit wir uns das nächste Mal auch noch sehen. Damit sind wir dann jetzt tatsächlich durch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein! Comics von 86.